Audio Post. Geklickt. Gehört. Es ist vermutlich jedem schon mal passiert. Plötzlich und unerwartet gibt der Computer den Geist auf und lässt sich auch nicht mehr reanimieren. Alle Fotos und Dokumente weg. Denn wir haben schlichtweg vergessen, unsere Daten zu sichern. Wie wichtig es ist, ein Backup zu machen, wird uns leider oft erst in diesen Momenten und damit zu spät klar. Wie wir am besten die Daten sichern und warum ein Backup viel Geld sparen kann, das weiß der IT-Experte Andreas Wiesler. Er berät als Geschäftsführer der Firma Go Security Firmen und Privatkunden zum Thema Computersicherheit. Wie oft muss ich denn überhaupt meine Daten sichern? Jeden Tag? Einmal die Woche? Einmal im Monat? Diese Frage ist schwierig zu beantworten. Ich muss mir überlegen, welchen Datenverlust bin ich bereit zu akzeptieren? Und je nachdem mache ich dann das Backup täglich, wöchentlich oder gar monatlich. Die eine Sache ist ja, wie oft ich die Daten sichern sollte. Die zweite Frage ist aber, wo ich die Daten am besten abspeichern sollte. Wichtig ist, dass das Backup-Medium nicht ständig mit dem Computer verbunden ist. Gerade viele Ransomware, die im Internet rumgeistert, verschlüsselt auch das Backup, wenn es erreichbar ist. Daher muss es unbedingt auf ein externes Medium geschrieben werden. Zum Beispiel auf einen USB-Stick oder eine Wechselfestplatte. Auch Cloud-Dienste kommen hier in Frage, aber bitte immer nur verschlüsselt. Andreas Wiesler rät außerdem, unterschiedliche Daten unterschiedlich oft zu sichern, denn die einen sind eben wichtiger als die anderen. Hier gilt, alles, was ich nicht mit etwas Aufwand wieder beschaffen kann, muss ich öfters sichern. So zum Beispiel Fotos oder wichtige Dokumente. Die gilt es wirklich regelmäßig zu sichern. Was uns oft davon abhält, ein Backup zu machen, ist der Zeitaufwand. Wie mache ich denn ein Backup überhaupt am schnellsten? Von Hand wird das wirklich sehr mühsam werden. Das wird niemand freiwillig über einen längeren Zeitraum machen. Dafür gibt es spezialisierte Software, sehr gute, zum Teil sogar kostenlos. Viele aktuelle Fotos haben wir ja beispielsweise auf unserem Smartphone. Wenn die weg wären, wäre das sehr schade. Macht mein Smartphone denn ein Backup überhaupt automatisch? Tatsächlich geht das automatisch, aber auch hier gilt, es muss unbedingt verschlüsselt sein. Da ich selber den Anbietern nicht so über den Weg traue, mache ich das doch lieber an meinem PC. Eine Aufgabe erinnert mich zum Glück regelmäßig daran. IT-Experte Andreas Wiesler sorgt dafür, dass unsere Daten nicht verloren gehen. Audio Post. Geklickt. Gehört.